Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Borderlands 2 mit mir, Suicide Cat. Ja, ich würde sagen, wie es letztes Mal angekündigt, werden wir jetzt die Bullimong-Haufen durchsuchen und unter Umständen noch die 15 Bullimongs töten, je nachdem wie viele Bullimongs da jetzt rankommen. Also, catch a ride! Ja, es gibt nichts Schöneres als Kropfzeug platt zu fahren. Das sehe ich doch mindestens genauso, auch wenn ich immer noch keine Ahnung habe, wo ich drücken muss, damit ich den Booster... Ah, F! Mit F kann ich den Booster aktivieren. Sehr schön. So, das war's dann mit euch. Und wir finden eine Shotgun. Der Schatz des anderen. Badass Rang 1. Sehr schön, sehr schön. Und wir finden einen Skin, den wir bereits haben. Schade. Schade, schade, schade. Schauen wir mal, da vorne haben wir ja noch mehr Bullimongs. Mal schauen, was unsere Feuerwaffe gegen die anrichtet. Bam! Ja, scheint effektiv zu sein. Also Geschützturm, Walte deines Amtes. Ach du Scheiße, die zerlegen hier echt alles. So, Geschützturm zurückfordern. Bullimong. Bulli, Bulli, Bullimong. Na egal, dann durchsuchen wir halt einen weiteren Haufen. Sehr schön. Und da vorne ist noch ein weiterer Haufen, irgendwie eklig. Ich dachte immer, das sind in Eis eingefrorene Sachen, aber jetzt wo ich weiß, es sind Bullimong-Haufen. Oh, und wir finden sogar einen Skin, den ich noch nicht hatte. Sehr schön. Nein. Gut, markieren wir als Schrott. Keine Ahnung, wie wir das rausmachen. Ist ja auch egal. Und? Es scheint, Bullimongs benutzen diese Haufen, um ihren Unrat loszuwerden. Das legt eine primatenartige Intelligenz nahe. Das ist es. Ich nenne sie Primabiester. Ich bespreche das mit meinem Verleger. Jag du in der Zwischenzeit ein paar Primabiester mit Granaten hoch, ja? Mal sehen, wie der neue Name für dich funktioniert. Okay. Primabiest mit Granate erledigen. Sehr schön. Mein Verleger hasst Primabiest. Wie unkultiviert. Na gut. Wie wär's mit Fotzi-Viecher? Ja, weil sie die hinterfotzigsten Viecher sind, die ich je gesehen habe. Und ich habe schon erlebt, wie mir ein Thrasher den Arm ausgerissen hat. Verdrängte Erinnerungen. Egal. Schieß ein paar Projektile der Fotzi-Viecher aus der Luft. Dann sehen wir uns an, ob dieser Name funktioniert. Okay. Schieß mir Projektile aus der Luft. Ja, komm, dann wirf doch mal ein paar Projektile. Na, wie sieht's aus? Werft ihr jetzt eure Projektile? Nein, ihr springt auf mich zu und greift mich an. Na, herrlich.
Ein Projektil, zwei Projektil, drei Projektil, jawoll. Fotzenviecher ist eine geschützte Marke. Ah, drauf geschissen. Ich bin es leid, mir dauernd Namen auszudenken. Hol mich doch der Teufel, weißt du was? Ständerfurz. Genau, wir nennen sie Ständerfurz. Leg ein paar von ihnen um oder mach, was du willst. Mir ist es egal. Töte weitere Ständerfurze. Ach, der mit seinen Namen, hey. Naja, die ist besser. Also, her damit. Gut. Bullimong, Bullimong, Bullimong. Ach nee, ich meinte Ständerfurz, Ständerfurz, Ständerfurz. Du bist aber kein Bullimong. Ach du Scheiße, Badass Psycho. Das war's mit dir, du Badass Psycho. Nein. Ich werde niemals sterben. Scheiße, ich werde wohl doch sterben. Fuck! Die Hyperion Corporation. Wir sorgen für ihr Leben. Punkt. Naja, zumindest diese Banditen hätte ich damit erledigt. Hören wir mal, ob die ein bisschen Munition für mich haben. Nein. Eine Waffe. Nun gut. Dann auf in den Kampf. Jagen wir uns ein paar weitere Bullimongs. Ach nein, ich meinte natürlich Ständerfurze. Was fliegt da? War ja klar. Autsch, das tat weh. Hey, ihr da oben, ich hab noch eine Rechnung mit euch offen. Kann ich nicht mitnehmen, bin voll. Okay. Geschütz zurückfordern und BAMS! BAM! Da vorne ist ja noch ein weiterer Ständerfurz. Und einen noch. Und da ist auch schon einer. Verleger sagt, ich kann sie nicht Ständerfurz nennen.
Vielleicht war Bullimon doch nicht so schlecht. Komm wieder zurück. Okay, reisen wir wieder nach Sanctuary und geben den Auftrag ab. Und nachladen. Das Namensspielchen. Moxie, Süße, willkommen. Oh, da liegt noch was. Hey, Roland, hier ist Handsome Jack. Erinnerst du dich? Meine Männer haben eure Banditenersche aus New Haven gekickt und deine kleine Freundin Lilith getötet. Dämmert's. Egal. Wie ich höre, bist du und der Rest deiner kleinen Kumpels nach Sanctuary umgezogen. Wollte dir nur gratulieren. Du hast euer Ableben um ein paar Monate hinausgezögert. Ich werde so damit beschäftigt sein, Eridium abzubauen, um diesen Kammerschlüssel aufzuladen, den ich von eurer Freundin Tennis gestohlen habe, dass ihr für eine Weile niedrige Priorität habt. Also, ciao. Ja, Handsome Jack ist und bleibt einfach ein Arsch. Arschgaul. Dies ist eine Nachricht für alle verbliebenen Crimson Lands auf Pandora. General Knox ist tot. Und wie ich die Lands kenne, werden die euch kaltlächelnd abschreiben und hier zurücklassen, anstatt ein Schiff zu schicken, das euch abholt. Wenn ihr nicht verhungern wollt, habt ihr zwei Optionen. Erstens, ihr werdet Banditen. Zweitens, ihr helft mir dabei, die Menschen von Sanctuary zu beschützen. Ich biete euch Nahrung, Unterkunft und die Chance für etwas Vernünftiges, etwas Bedeutendes zu kämpfen. Eine Chance, die die Atlas Corporation euch nie gab. Roland, Ende. So, und da wären wir auch schon, Sir Hammerlock. Hammerlock irrt, wenn er annimmt, ihm würde bis zur Veröffentlichung seines Almanachs ein besserer Name einfallen. Ja, sehe ich auch so. Bullimon ist trotzdem Mist. Aber mir fällt schon noch was Besseres ein, bevor mein Almanach erscheint. Spike-Schaden oder eine Schrotflinte von Jacobs? Na, wo ist die Schrotflinte von Jacobs? Hier. Ja, die macht da deutlich mehr Schaden, also her damit. Schrotflinte von Jacobs. So. Okay, die Waffe behalten wir mal noch. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Schockschaden, Resistenz, Elektroschaden, weg damit. Komm jederzeit wieder vorbei. Hier gibt's Medikits und Schilde. Aber die Abklingzeit vom Action Skill, die wollen wir haben, weil SMG-Genauigkeit, ja. Aber öfter den Geschützturm einsetzen, das klingt doch richtig, richtig gut. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, ich komme jederzeit wieder vorbei. Und jetzt schauen wir mal, was wir als nächsten Auftrag haben. Töte die Assassinen oder medizinische Rätsel? Finde in Sets Auftrag die geheimnisvolle Waffe. Begib dich zu Dr. Mercys Unterschlupf. Okay, machen wir. Ja, yeah, Claptrap beleidigt schon wieder Leute. Da vermisse ich jetzt irgendwie den Facewalker aus dem ersten Teil von Lilith. Da konnte man so schnell einfach mal durchbeschleunigen.
War einfach angenehm. Three Horns Divide. Also, ich brauche ein Auto. Catch a ride. Du legst nicht Wert auf so ein Zeug wie Kurte, Airbags und Motoren, die dir nicht um die Ohren fliegen, wenn du zu viel Gas gibst. Dann bist du hier richtig. Okay, Three Horns Valley. Mit dem Happy Pig Motel. Diese ekelhaften Skags. Okay, und hier müssen wir auch schon rein, also ausgestiegen und reinmarschiert. Geil, sogar mit so einer richtig geilen Zieloptik. Finde die geheimnisvolle Waffe. Das wird ja wahrscheinlich nicht allzu schwer werden, oder? Danke, Geschützturm. Und dich werde ich auch vernichten. Weißt du noch, wie du den Kerl kalt gemacht hast? Teufel auch! Ich weiß doch nicht, von welchem Kerl du redest, aber war mir eine Freude, dich kalt zu machen. Money, money, money. Oh nein, da kommt gleich ein Bossgegner. Überall Loot. Griffel weg von meinem Spielzeug, das gehört mir. Das gehört jetzt ab. Was zur Hölle hat er denn da? Wie es aussieht, hast du die Waffe gefunden, die meine Patienten durchlöchert. Tu mir den Gefallen und nimm sie ihm ab. Scheiße, das werde ich jetzt wohl nicht lebend überstehen. Fuck! Also gut, auf ein neues. Boah, den werde ich ja jetzt sowas von umlegen als Rache. Töten aus Rache, aber dass sie auch so ekelhafte Schilder mit sich rumschleppen. Ja, also Dr. Mercy, wo bist du? Da bist du ja. Scheiße. Yes! Der Doktortitel nützt dir jetzt auch nicht. Ich will verdammt sein, das ist E-Tech! Du hast Bekanntschaft mit E-Technologie gemacht und die Sache wurde reichlich blutig. Nice!
Da du die E-Tech-Gun gefunden hast, wird es Zeit, sie auszuprobieren. Wenn ich Leute mit E-Tech-Schusswunden behandeln soll. Brauche ich viel mehr solcher Verletzungen für Übungszwecke. Warum probierst du Doc Mercys E-Tech-Waffe nicht an hiesigen Banditen aus? Anscheinend wandelt diese Waffe durch die Medium-Technologie-Kugel in irgendwas um. Energie und so ein Zeug. Gott verdammt, Iridium ist abgefahren. Yeah, die Waffe ist nice. Angestellt und es sieht aus, als ob es eine Ausrüstung Blaster Rifles, Plasmakanonen, Railguns. Klingt wunderbar gefährlich. So, dann werden wir mal nachladen. Scheiße, mir geht jetzt schon die Munition aus. Also gut, wir werden wechseln. Es sei denn, wir finden da unten Banditen, dann werden wir natürlich doch noch auf die E-Tech-Waffe nochmal umsteigen. Ja, Bandit! Scheiße. Und genau jetzt muss ich nachladen. Laut dem Echo, das ich einem meiner Patienten abgenommen habe, scheinen sich alle Waffenhersteller E-Tech von Hyperion für ihre experimentellen Waffen lizenzieren zu lassen. Deshalb ist Hyperion wohl nach der Öffnung der Kammer durch Iridium so reich geworden. Okay, ich renne mal kurz weg. Level up! Wir sind Level 10 geworden, können also einen weiteren Punkt verteilen. Den wir natürlich hierauf machen. Ja, ich glaube, ich gehe da wirklich darauf, weil ich liege ja echt oft am Boden. Nein, da will ich jetzt aber gar nicht das Gebiet wechseln. Oder doch, warte mal. Ich war hier nicht der Auftrag mit den Assassinen auch noch? Töte die Assassinen. Doch, da kommen bestimmt noch ein paar Gegner, wo ich dann umlegen kann mit der Waffe hier. Und ein Munitionsautomat, ja herrlich. Willkommen in Dr. Seltz tragbare Klinik. Was kann ich für dich tun? Gesundheitsregeneration, maximale Gesundheit? Nein, ich bleib bei meiner Action-Skill-Abklingzeit. Ja, die Schilde sind alle nicht so prickelnd. Also. Thank you.
Iridium! Okay. Da sage ich jetzt mal nichts dazu. Scheiße, schon wieder nachladen. Wer wird hier überleben und ich nicht? Ich gebe dir gleich überleben. Ja, einen Augenblick. Ich muss kurz meine Waffen wechseln. Die Banditen mit dieser E-Tech-Waffe wegpustest, lautet mein fundiertes medizinisches Urteil. E-Tech ist einfach. Komm zurück, wenn du da draußen fertig bist. Ja, wenn ich da draußen fertig bin, komme ich zurück. Aber ich habe hier noch einige Banditen. Scheiße! Und ich lieg schon wieder am Boden. Und natürlich rennt der Gegner wieder weg, den ich gerade geschwächt habe. Scheiße, das ist der Assassine Wood. Scheiße, den werde ich nicht mehr kriegen. Kriege ich da oben den Psycho vielleicht? Nice. Die Granate hat mich gerade eliminiert. Das ist die Frage, ob ich da noch rechtzeitig irgendwo hinkomme. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also gut, dann kann ich mir jetzt aber wieder eine Granate kaufen. Danke für die Kohle. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir langsam und vorsichtig vor. Okay, eine große Villa aus anderen Villen. Klingt doch gar nicht so falsch. Was willst du eigentlich von mir, hä? Schnell weg, Selbstmordpsychos. Psychos.
alle drauf geht, wenn ich euch nicht warne. Alle Sirenen sind von Geburt an mit unterschiedlichen, unvorstellbaren Kräften ausgestattet. Ihr könnt sie nicht, ich wiederhole, nicht besiegen. Wenn ihr Lilith seht, meldet ihr es mir sofort. Ich kann es mit ihr aufnehmen. Ihr nicht. Ich ja, ihr nein. Ich ja, ihr nein. Was wollt ihr denn eigentlich von mir, hä? Töte Assassin Reed. Ja, dann komm her, wenn du mich siehst. Boom, Headshot. Boom, Headshot. Da könnt ihr mich noch so sehen. Ja, und wenn du meine Fresse noch so hast, jetzt bist du tot. Bams! Bitte sag mir, dass eine Sniper-Rifle-Munition drin ist. Nein, natürlich nicht. Aber SMG-Munition. Okay. Und wieder so ein Selbstmord-Psycho. Ich hasse die Teile. Machen so immens viel Schaden. Tja, die Deckung war wohl für den Arsch. Ich habe eine alte Aufzeichnung gefunden, die euch bei der Sirene helfen könnte. Ich habe die Sirene Lilith beobachtet, seit die Kammer geöffnet wurde. Sie scheint ihre natürlichen Facewalking-Fähigkeiten mit Iridium zu verstärken, weshalb ich vermute, dass eine geheimnisvolle Verbindung zwischen Sirenen, Iridium und der Kammer besteht. Zwei weitere Dinge habe ich herausgefunden. Erstens mag sie es nicht, wenn man ihr Haarsträhnen unter dem Vorwand ausreißt, diese für wissenschaftliche Experimente zu benötigen. Und zweitens schmecken sie nach Oliven. Moment, nein, eher nach gebratenen Gurken. Ach, ich bin schon wieder voll, ja dann. Egal. Geschützturm, walte deines Amtes. Tod, oh nein! Das ist nach meinem Geschmack. Ja, es ist mir völlig egal, dass nach deinem Geschmack ist oder nicht. Verdammt! Bitte sag mir, dass hier irgendwo ein Gegner ist, an dem ich mich wieder... Oh, ja! Yeah.
Ein Sniper-Rifle hat nicht mal annähernd so viel Schaden wie meins. Renn. Kein Sniper-Rifle. Uninteressant dann. Na komm her, geh sterben. Und du auch. Und du erst recht. Scheiße! Vorsicht, Ballast! Ja, da kann ich jetzt nicht viel machen. Ich werde es wohl drauf gehen. Ja, und ich gehe wieder drauf. Yay! Yippie, ich gehe wieder drauf. Wuhu! Aber die Assassinen kriege ich noch klein. Scheiße, das war jetzt keine gute Granate. Geschütz wird aufgestellt. Da ihr Schwachköpfe anscheinend viel zuhört, sage ich euch nochmal, hört auf, falsche Sirenen anzuschleppen. Im Universum kann es nur 6 Sirenen gleichzeitig geben und ich weiß bereits von 3. Ich kaufe euch nicht ab, dass ihr eine der restlichen 3 rein zufällig gefunden habt, nur weil ihr die Leichen irgendwelcher Bräute mit blauen Tattoos verunstaltet. Ich gebe zu, die ersten Dutzend Male, die ihr Spatzenhirne das versucht habt, war es noch halbwegs lustig. Aber jetzt stinkt mein Büro nach Blut und Filzstiften, also hört auf damit! Okay, ich bin voll. Ja, kann man nicht viel machen. Wir haben auf jeden Fall 2 weitere Aufträge abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir reisen doch direkt nach Sanctuary und geben die Aufträge noch schnell ab. Ich weiß, die Folge hat diesmal ein bisschen Überlänge. Sollte aber kein Problem sein. Die letzte Folge war dafür ein bisschen kürzer. Vielleicht leveln wir ja noch. Also, die Assassinen hätten wir erledigt. Oder sie uns. Ich muss mal ganz kurz an den Verkaufsautomaten. Bevor wir den nächsten Auftrag abgeben können. Weg damit, die behalten wir. Weg damit. Jawohl, was soll's, weg damit. Versuch nicht zu sterben. Ja, yeah, ich versuch nicht zu sterben. Top. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man und weg damit. Und jetzt gehen wir noch zu Seth und geben den Auftrag mit der Waffe ab. Mit der E-Tech-Waffe. Es wird wahrscheinlich nicht ganz zum Leveln reichen, aber dafür leveln wir dann beim nächsten Mal. Hey, Seth! Altes Haus. Gut gemacht, Einstein. Dank deiner Forschung weiß Dr. Seth nun, dass E-Tech-Waffen nicht nur designmäßig ansprechend und wissenschaftlich weit vorn sind, sondern sich trotzdem auch sehr gut eignen, um irgendwen abzuknallen. Ach ja, ich sollte die Effekte dieser E-Tech-Waffen an Banditen studieren. Im Moment sieht's folgendermaßen aus. Sie sterben, wenn du genug auf sie schießt. Habe ich bereits erwähnt, dass ich keine Approbation habe? Du brauchst nicht zufällig ein paar Ersatztorsos, oder? Nein? Hätte ja sein können. Ich hoffe, du bist geimpft.
Nein, ich brauche keine Ersatztorsos. Ich habe eine New Use Station in dem Fall, dass ich draufgehe und das passiert öfter mal. No, ansprechende Magazine. Sehr schön. Nun gut, was haben wir jetzt noch für Quests? Jagd auf den Firehawk. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.